Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Die Autos spielen mit Sandförmchen. Scoop, kann ich bitte Sand haben? Die Autos müssen Sand in die Formen füllen, sie umdrehen und draufklopfen. Scoop, was hast du denn gemacht? Ein Flugzeug. Kannst du mir auch Sand bringen? Lea möchte einen Sandkuchen machen. Schaut mal, das ist eine Muschel. Oh, wow! Zeig mal! Hey, ich hab sie zuerst gesehen. Aber ich hab sie ausgegraben. Scoop, wo willst du denn hin? Das ist aber nicht nett. Ihr könnt doch alle mit der Muschel spielen. Lea versucht, Scoop zu fangen. Oh, die Muschel ist runtergefallen. Hey, Freunde! Ihr müsst die Muschel an euer Ohr halten. Hört ihr das? Es klingt wie das Meer. Ja! Scoop und die anderen Autos fahren ans Meer. Seht ihr, was da in der Ferne ist? Oh! Das ist eine Insel. Dort gibt es Bäume, bunte Steine und... Und viele Muscheln. Oh, Muscheln! Ein Schatz! Und wie kommen wir auf die Insel? Mit einem Boot? Mit einem U-Boot. Floss! Schnellboot! Nein, wir brauchen etwas Größeres, damit wir alle drauf passen. Fähre? Ja, genau! Die Autos wollen eine Fähre bauen, damit sie zur Insel fahren können und den Schatz holen. Lifty sammelt schon mal die Spielsachen und die Sandförmchen ein. So, ich habe alles eingesammelt. Leo, hast du alle Teile für die Fähre mitgebracht? Mhm. Lade die Teile ab. Das ist der Rumpf der Fähre. Zwei große, schwere Anker. Zwei Propeller. Ein Fahrstuhl zum oberen Deck. Und aufs obere Deck kommt die Brücke. Türen mit Fenstern. Die runden Fenster nennt man auch Bullaugen. Schornsteine und Antenne. Relings, damit niemand über Bord fällt. Das Steuerruder. Die Fähre ist fertig. Zeit, sie ins Wasser zu lassen. Autos, geht an Bord. Die Roboter streiten sich darüber, wer die Kapitänsmütze aufsetzen darf. Leo ist der Kapitän. Kommt schnell an Bord. Schaut mal, Lea hat ihre Spielzeuge mitgebracht. Die Autos sind auf der Fähre und warten drauf, dass es endlich losgeht. Roboter, starte den Motor. Mhm. Die Propeller fangen an, sich zu drehen. Oh! Lucky ist ins Wasser gefallen. Und was jetzt? Ich kann ihn wieder rausfischen. Lucky ist Leas Lieblingsspielzeug. Stopp! Werft ihm den Rettungsring zu. Oh je, sie haben gar keinen Rettungsring. Ah, bitte helft ihm!
Die Roboter versuchen, das Spielzeughäschen aus dem Wasser zu holen. Ich möchte nicht, dass ihr auch ins Wasser fallt. Na komm! Hier ist dein Hase. Gut gemacht, Scoop. Du hast Lucky gerettet. Ohne Rettungsringe können wir nicht in See stechen. Wie konnten wir nur die Rettungsringe vergessen? Ja. Vielleicht finden wir hier einen Rettungsring. Wie wäre es hiermit? Nein. Und das ist ein Rettungsring für Spielzeuge. Na also. 1, 2, 3. Die Rettungsringe sind an ihrem Platz. Die Fähre kann in See stechen. Volle Kraft voraus! Die Fähre macht sich auf den Weg zur Insel. Lass den Anker runter. Hurra! Wir sind da! So viele Muscheln. Genug für alle. Lea, schau! Das ist unser Schatz. Die sind aber schön. Schaut mal, da kommt Leo. Wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug. Was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile. Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Ein großer Kran fährt zum See. Er transportiert einen hölzernen Pier. Lade ihn hier ab, Kran. Und da kommt auch Leo. Ich frage mich, was er heute bauen will. Leo, lade die Teile ab. Wow! Das sind die Teile eines Schiffes. Oh. Ein blauer Unterboden. Boden und Geländer für das Deck. Eine Kabine für den Kapitän. Runde Fenster. Die nennt man Bullaugen. Schornstein. Ein Propeller. Ruder, damit das Schiff wenden kann. Ist das Boot fertig? Moment mal, wo ist das Steuerruder? Ohne ein Steuerruder kann der Kapitän das Boot nicht steuern. Und wo ist der Rettungsring? Ohne Rettungsring sollte kein Boot in See stechen. Leo, kannst du sie suchen? Die Kapitäne sind schon da. Beeil dich, Leo. Auf dem Baum ist ja der Rettungsring. Nimm ihn mit, Leo.
Und da ist das Steuerruder. Leo, hol es aus dem Sandkasten. Roboter, das Boot ist gleich soweit. Hier ist das Steuerruder und hier der Rettungsring. Jetzt kann das Boot ins Wasser. Schiebt! Die Roboter sind nicht stark genug. Der Kran wird ihnen helfen. Schaut mal, wie einfach er das Boot hochhebt. Der Propeller dreht sich. Das Boot sticht in See. Roboter, geht an Bord! Volle Kraft voraus! Gut gemacht, Leo! Leo, der Lastwagen. Schaut mal, Leo, der Lastwagen, fährt die Rampe runter. Er hat wieder neue Teile dabei. Und das ist Leos Freund, Lifty, der Gabelstapler. Er transportiert Blöcke. Das sieht nach harter Arbeit aus. Die Blöcke müssen auf die andere Seite des Ufers. Lifty hat ganz schön viel zu tun. Er muss über die Brücke fahren. Leo, kannst du Lifty nicht helfen? Mal sehen, was für Teile Leo in seinem Kasten hat. Das sind Teile für ein Luftkissenfahrzeug, ein sogenanntes Hovercraft. Luftkissen, Rumpf, Lenker. Sitz. Stauchfach. Frontscheinwerfer. Gehäuse für einen großen Propeller. Klappen. Etwas fehlt. Der Propeller. Leo, kannst du ihn suchen gehen? Thank you.
Schaut mal, was Leo alles bei sich zu Hause hat. In einem der Fächer müsste das Teil sein, das wir brauchen. Und in welchem? Oh. Das ist richtig. In diesem. Wir können gehen. Der Propeller kommt in das Gehäuse. Der Propeller dreht sich und das Luftkissen ist aufgeblasen. Alles funktioniert. Es kann sich auf Wasser als auch an Land fortbewegen. Lifty, lade die Blöcke ein. Das Hovercraft wird sie ans andere Ufer transportieren. Prima! Gut gemacht, Leo.